Hey ho Leute und herzlich willkommen zu 7 Days to Die hier. Wir sind auf dem Weg zum Trader und hoffen da das Elektrowerkzeug zu bekommen. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier auf dem Weg noch ein Ei finde. Denn dann hätten wir 8. Könnten wieder 4-mal Bacon und Egg machen. Und dann natürlich in dieser Folge steht der Blood Moon an. Bin mal gespannt, was mein Zombie-Labyrinth diesmal reißen kann. Hey, da ist unser Ei. Oh, gleich noch ein Nest. Ey, Mann. Wieder so ein Leck hier, ey. Kibido gar nicht. Scheiß Leckerei hier. Ey, was haben wir da? Ist auch schon der Trader. Hoffentlich hat er nicht wieder so ein unmoralisches Angebot für mich. Wie die AK beim letzten Mal. Weil, dann ist meine Kohle bald weg. Naja, gegen einen Robotik-Geschützturm würde ich natürlich nicht sagen. Habe ich noch die Funzel an? Die brauchen wir natürlich nicht. Ey, Trader, ich bin wieder da. Hi. Hi. So wie du das ausdrückst. Was hast du denn im Inventar? Das ist mir zu unübersichtlich. Wir gehen mal hier rüber. Hier müsst ihr ja, wenn dann die interessantesten Teile sein. Ich glaube, das ist noch das Angebot vom letzten Mal. Ja, ich glaube, da hat sich nichts geändert. Also, einen Tag später braucht man eigentlich nicht hingehen. Dickes. Warte mal, da. Nee, leider nicht. Das ist komplett das Angebot vom letzten Mal. We get new goods daily. Ja, das habe ich gesehen. Du hast jetzt gar keine neuen Goods bekommen. Der lügt mich hier kackfrech an, ey. Nur damit ich nächsten Tag wiederkomme. Ich wollte irgendwie den Style mitnehmen, aber geht nicht. So, erstmal ab kurz nach Hause. Genau, wir sind ziemlich full. Und ich glaube jetzt nach dem Blood Moon repariere ich die Zombie-Falle direkt. Damit die direkt schon mal fertig ist. Also, ne? Einen Tag oder so arbeiten. Und danach gehe ich mal nur auf Loot-Tour. Naja, wahrscheinlich muss ich zwischendurch wieder los irgendwelche Eier holen oder so, um Futter zu bekommen. Ich bin noch am Überlegen, ey, weil ich weiß ich gar nicht mehr so genau, ob ich in der Fressbude da drüben schon drin war. In der da war ich schon drin, ne? Er ist schon wieder total kaputt. Er ist ein bisschen gelaufen mit seiner Alteisenrüstung. So, Kohle kann erstmal weg. Bacon und Egg können wir erstmal essen. So, Krimskrauskiste. Stofffetzen. Ja, Messing bunkern wir auch erstmal da. Verrotten, Tierfett, Knochen. Nähset haben wir auch hier. Das wär's für die Kiste. So, neue Goldrute. Setzen wir auch gleich mal an, würde ich sagen. Warte mal, das ist meistens immer viel zu viel. So. Goldrute braucht 6. Nee, da brauchen wir ein bisschen mehr.
So. Ah, nee. Ah, scheiße. Abbruch. Viel wichtiger ist erstmal Bacon und Egg. So. Und danach machst du die 20 Goldrute. Brauchst du jetzt insgesamt etwas über 7 Minuten. Also so. Ne, nicht ganz 7 Minuten. 46 Fleisch haben wir dann noch. Verkaufspreis 8. Das ist ja überhaupt nichts. Gott, wie schlecht. So, Dead Down. So, dann falls irgendwas passiert in der Blood Moon Nacht, nehmen wir uns mal Pflastersteine mit. So, neue Dietriche. Schwarzpulver. Genau, warte mal. Ja, scheiß auf reparieren erstmal. Der wird gebunkert und dann wirst du auseinandergenommen. So, dann für die Zombie-Nacht. Nehmen wir uns mal 762 mit und die AK. Das brauchen wir erstmal nicht. Du kommst mal dahin. Na. Pfeil 104. 270. Sie war eigentlich ganz gut ausgerüstet. Ballern wir uns ein bisschen Goldrute nach. Warte mal, zwei kann ich mir gleich mal reinsüppeln. Proviant. So, was macht das Beet draußen? Kann ich wohl hier nicht sehen. Ich glaube, das ist alles fertig, ne? Das sieht gut aus. Da können wir denn schon das nächste wieder pflanzen. Das waren jetzt mal 22 Mais. Oh, du bist fertig. Könnte ich ja mal ausschalten. Warte mal, ich heb mir ein bisschen was auf. Na, soll erstmal reichen. Wenn wir wieder unten in der Kohlemine sind, braucht man nämlich ein bisschen Eisen, um die Türen abzugraden. So, du kommst mal nach da. Warte mal, die nächsten Beete. Das kostet ja nur noch die Hälfte, wenn ich den nächsten hochlevel. Dann machen wir die jetzt noch nicht. Kann an Nahkampfwerkzeugen und Waffen angebracht werden, die über einen langen Schaft oder eine Klinge verfügen.
Denke ich mal, brauchen wir erstmal nicht. So, Kids haben wir noch 6. AK ist auf 5. Also wenn die Bullen kommen, kann das natürlich mit der AK super sein. Könnten wir die noch down schießen, bevor die explodieren. So, kurz nochmal. Da kommt eine Horde. Na, leveln wir doch nochmal ganz kurz ein bisschen. Alter, da macht der einen Schlenker zur Seite. Das sind überall Zombies. Es ist euch bewusst, ne? Blood Moon ist dort noch ein bisschen. Bist du jetzt tot? Nö, jetzt erst. Euch holen wir später. Wir holen erstmal hier die Leichen. Das war's für dich. Was? Nein, der war wirklich echt schlecht. Hab ich dich. Mit dem Fall wieder. So, da läuft noch eine Krankenschwester. Wir leveln jetzt erstmal ein bisschen. Drei Schläge, das ist so geil. Und da fängt es auch schon an zu donnern. Na, ihr kleine Horde. Sie müsste noch am leichtesten sein. Oh, der muss repariert werden. Gut, dass ich noch ein bisschen Ausdauer hatte. Genau mit dem Donner. Da laufen noch jede Menge. Nehmen wir erstmal den scheiß Anzugträger. Ja, kommt zu mir. Kriegst du richtig eingesmashed. Oh Mann, ey, die ist schnell, wenn sie richtig läuft. Wenn sie läuft. Die bewegt sich aber gar nicht mehr. So, haben wir die kleine Horde mal weggemacht. Wird mir das jetzt gebracht? Bin ich auf einem guten Weg? Aufs nächste Level? Naja, immerhin nur noch 13.000. Ich habe gerade kurz überlegt, jetzt schon diese Elektrozäune aufzubauen, aber das machen wir erst zum nächsten, weil ich will die hinter einer Wand verstecken. Ich habe keine Lust, die aufzustellen und dann gehen sie kaputt. Aber ich bin doch doof, Alter. Ich nehme natürlich das Fahrrad mit. Wenn dann irgendwas passiert, knallen wir uns den Booster rein, laufen zum Fahrrad und weg sind wir. Weil der hier, mit meiner Rüstung brauche ich nicht versuchen wegzulaufen. Das kannst du vergessen. So, den radeln wir mal rüber.
So, wir stellen es ein bisschen weg von der Zombie-Falle. Wir müssen dann ja auch noch aufsteigen. So. Bis dahin sollte der Booster ja wohl locker reichen. Tja, nochmal alles durchchecken hier. Vor allem, dass ich nirgendwo so einen scheiß Holzklotz hingestellt habe. Ich glaube auch zur nächsten Blood Moon Nacht werde ich dann auch diese Hämmer mal aufstellen. Ich meine, ich kenne die nicht. Vielleicht machen die ja trotzdem Schaden. Zum Beispiel hier vielleicht. Ne, das, wenn sie dann da lang laufen, dass sie dann so einen Hammer nach da kriegen und dann erstmal hier in dem Pikenfeld drin liegen. Wäre vielleicht eine Option. So, wir haben noch zwei Stühnchen. Da vorne können wir noch mal einen Baum hacken. Den hatten wir schon, den Müll. Ja komm, Game, ey. Willst du mir jetzt wohl keine Hundehorde mehr auf den Hals verhetzen, oder? Wo ist denn hier der Baum? Ach, da. In dem Müll gibt's nix. Boah, leck. Ist zwar nicht viel Holz, aber ein bisschen hier. Goldhude nehmen wir auch noch mit. Der könnte ein bisschen mehr gehen. Das? Oh, nur 300? Wie sagt man so schön? Ernsthaft? Auch so geil. Könnte ich die Falle gar nicht sehen. Rundrum ist alles weg. Da vorne ist noch so ein Feld mit Blümchen. Da habe ich bestimmt die Goldrute schon rausgepickt. Naja, hier ganz sicher. Ich höre immer irgendwie einen Zombie grunzen. Also nicht grunzen, sondern dieses Stöhnen. Habe ich schon, ne? Ey, hier gibt's doch echt ein Vogelnest, was ich noch nicht hatte. Leider nur Federn am Start. Hier irgendeine Goldrute abzustauben. Die Chrysanthemen können wir uns später mal holen. Ganz ehrlich, ich mache mir jetzt hier auch mal so einen Burgmarker. Weg mit dir.
So. So, mal hier so einen Burgmarker setzen. Sieht auch schon so ein bisschen aus wie eine Zitadelle. Hier. Zorn. Bifalle. Eins. So, Löcher an. So, die Geier können auch kommen. Bin ja mal gespannt, ob die dann da wirklich versuchen, durch die Piken zu gehen. Oder ob sie dann hier so von der Seite versuchen, die Mauern kaputt zu machen. Upgraden muss ich drin nichts mehr, oder? Mal unten die Lage checken. Nee, alles schön voll mit Piken. Das freut mich. Komm. Kriegen wir wenigstens hier noch ein bisschen Erfahrung? So, den Rest hebe ich mir aber auf, falls ich irgendwas reparieren muss in der Nacht. Ja, ein bisschen schlecht die Zeit geplant. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. So, vielleicht noch, falls mir irgendwas passiert, die nochmal da bunkern. Trinken können wir auch aus dem Rucksack. Ja, da bin ich mal gespannt. Na, dieser Vorbau da, das ist alles ganz neu zur letzten Nacht. Ja, das ist, glaube ich, zu weit. Wenn ich da so einen Strompfosten hinstelle und dann da, kann ich die, glaube ich, nicht verbinden. Das ist einfach zu weit. Ich werde es auf jeden Fall trotzdem mal testen. So, na, kommen Sie, da kommen Sie. Von da. Aber ich will sie ja immer ins Zentrum locken. Und es interessiert mich immer unheimlich, wenn die ersten hier in der Mitte ankommen. Die ist schon wieder oben lang gelaufen, die Sau. AK benutzt man natürlich nur bei Bullen. Na, hier scheinen sie am weitesten zu sein. Noch habe ich keinen explodierenden Bullen gehört. Tja. Wer weiß, ob die hier überhaupt ankommen. Von Geiern ist nichts zu hören. Auch Hunde höre ich noch nicht. Da steckt sie im Labyrinth fest. Ey. War jetzt eine hier unten? Also hier in der Nähe? Laufen schon wieder welche oben lang.
Die Mauern müssen alle ein höher. Die springen von den Piken auf die Mauer. Ich bin ganz ehrlich, das sieht doch mal nach einer ganz easy Nacht aus. Halt, immer noch keine Bullen. Ja, die sind da gerade mal so eben am Eingang des alten Labyrinths. Super, ey. Das mit dem Labyrinth gefällt mir sehr gut. Und alles noch so ohne richtige Zombie-Fallen. Na, da kommt nichts mehr. Gibt's überhaupt Geier? Hier, da. Da ist der Eingang. Ja, okay, eigentlich war er da vorne. Und das ist es halt, wenn sie auf diesen Piken stehen, dann können sie auf die Mauer springen. Uiuiui, das sind aber ganz schön viele Blöcke dann, wenn ich alles ein höher machen muss. Wundert mich ein bisschen, dass keine Geier diesmal da sind. Naja, vielleicht kommen sie ja noch. Wahrscheinlich, wenn ich ein bisschen weiter rausgehe, dann kommen sie. Da habe ich doch gerade Loot gehört. Loot tut gut. Ja, ist wieder einer nach oben geschafft. Die Seite ist auch erledigt. Das wäre ja geil. Sie sind nur von da und von da gekommen. Ah. Jetzt kommen sie von der Seite. Und von der auch noch, ne? Nein, dann machen die mir hier doch alle Seiten kaputt. Das dürft ihr nicht. Keine Geier zu sehen. Ein Soldat? Nee, Bergarbeiter. Ja, bist genau richtig reingesprungen. Da gibt es auch noch jede Menge Piken. Jetzt läuft er wieder zurück. Wie geil. Tja, läuft mit der Zombie-Falle. Da kann man sich nicht beschweren. Sie schaffen diesen ersten Bereich noch nicht mal. Aber wieso kloppen die da so viel rum? Ja, weil da ein Stau ist. Da guckst du, wa? Hä? Das ist ein Bulle. Oh oh,
Die Bullen kommen. Aha. Das ist gut zu wissen. Und er ist nicht explodiert. Na, der hat hier lang gekotzt. Also hier müsste irgendwas kaputt sein. Ja, auf der Seite machen sie schon ein bisschen mehr kaputt und kommen auch weiter. Das ist kein Bulle, ne? Nee, das ist wieder so eine Fetti. Wie hier vorne. Jetzt kommen auch noch mal richtig viele. Er hat auch Loot fallen gelassen. Sehr schön, sehr schön. Ich gehe mal wieder ein bisschen rein, ey, damit sie auch durchlaufen. Da liegt auch Loot rum. Guckt, kommt ihr irgendwie hier unten an? Hau doch nicht so viel gegen die Wand, Mann. Ich muss das hinterher alles reparieren. Jetzt kommt sie wieder von der Seite. Oh, jetzt kommen auch Hunde. Und auch Bullen. Da kommen ja jetzt auch die Geier. Ja, Bullen. Bleibt die Kotze hier auch noch liegen. Da kotzt der Nächste. Und die Kotze liegt hier auch rum. Ah, wieder ein Bullen erledigt. Schön immer erledigen, bevor sie explodieren. Und wir über Klappe zu hier. All die Nacht ist deutlich heftiger wie die davor. Aha, da kommt doch ein Geier.
cool, dass er so direkt auf die Gitter zugeflogen ist. Schade ist natürlich, dass er runtergefallen ist. Ich weiß nicht, ich glaube 3 Bullen waren das. Ne, 4 waren das bis jetzt. Immer noch Köter. Da kommt wieder ein Köter. Da ist noch einer. Da kommt ein Bulle. Ey, 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 ey. Den Bullen haben wir auch. Kotzt schon wieder einer. Ja, kommt da. Jetzt kotzt er gegen die Wand. Ey, er hat uns aber mal gegeben. Der ist weg. Zum Glück hat er uns nicht verseucht. Uiuiuiui, also das ist schon sehr heftig. Bis jetzt ist noch kein Ende in Sicht. Ich geh mal nach unten, jetzt müsste man ja die unten auch mal langsam mal sehen. Da haben wir wieder Loot. Na, der Hund ist schon ganz in der Nähe. Ist aber nicht durchgekommen. Hier, es ist schon 3:30. Sie kommen immer noch. Crazy shit. War nicht die letzte irgendwie um 1 oder so vorbei? Ja, jetzt kommen aber keine mehr, oder? Den hat's auch zerrissen. Ich wollte dich einfach mal erschießen. Tja, mein Dach hat diesmal gehalten. Kein Geier von oben gekommen. 10 Minuten nur noch, dann ist die Nacht vorbei. Können wir schon mal die Lage checken. Also hier hat er gegen gekotzt, überall. Auf die Gitter. Und auch auf die Tür. Ja, das Kotzen ist nicht so schlimm. Und da haben wir diesen Blatt nun hinter uns gebracht. Super. Hat gut gefunzt. Allerdings ist auch übelst viel down gegangen. Ne? Hier haben sie komplett die ganze Hütte leer gemacht. Naja, okay, da nicht. Da würde ich ja mal sagen, dann geht's jetzt erstmal ins Looten.
So. Da ist schon mal Loot. Schmerzmittel Eisenstiefel. Der bin ich zwar wahrscheinlich noch viel langsamer mit. Aber egal. Erstmal Bing. Ich habe diese Alteisenstiefel. Wir looten erstmal die ganze Hütte. Liegt hier noch was? Hier vielleicht? Nö. Ja, da ist noch Loot. Bisschen Kohle und ein Eisenhelm. Hab hier nicht auch noch was gesehen? Da. Klauen haben wir, falls wir nochmal eine Werkbank machen wollen. Eieiei, da ist Loot. Oh, hier gleich vier auf einem Haufen. Das sind wir schon gleich voll. Ein viel besseres Jagdmesser wie unseres. Das ist doch klasse. Wir müssen ja erstmal was zum Fahrrad bringen. Ein SWAT-Helm. Super. Schutzanzugshandschuhe. Damit kann man dann in ein verstrahltes Gebiet gehen. So, da haben wir alles. Wir können uns kaum noch bewegen. Dann würde ich ja sagen, erstmal einmal zum Fahrrad, erstmal einmal nach Hause. Und dann geht's weiter. Da können wir uns ja gleich die Baumaterialien zum Reparieren mitnehmen. So, mal kurz nach Hause radeln. Ja, Reparatur und Aufbau der Zombie-Falle wird wirklich ein bisschen dauern, weil die ja so viel kaputt gemacht haben. Ich will gleich mal neue Eisenbachen ansetzen und neue Eisenpiken. Ich glaube nicht, dass ich die alle ersetzen kann. Ich habe ja nur noch 36 oder so. So, was ist denn für die Schrottkiste? Das und das. Sonst noch was? Ja, hier Messing sammeln wir da. Nö. So, Dosenfutter. Warte mal, die haben wir schon. Pistolenteile. Ja, so, warte mal. Verändern den Mod hier raus. Und den Mod da rein. Das. Jetzt kann der Tee wieder dahin. So, Rüstungswert, schwere Rüstung. Ausdauer minus 0,9, Beweglichkeit minus 6. Der hat dasselbe. Welchen Helm haben wir denn auf? Den Alteisenhelm. Aha. Der ist besser gepanzert und hat dann dieselben schlechten Auswirkungen auf die Beweglichkeit. Der hat mehr Rüstung. Aber weniger Haltbarkeit. Hm.
Ist aber besser im kritischen Rüstungswiderstand. Ich glaube, ich nehme lieber den Smart-Helm. Dann machen wir unseren Heimlichtmod raus. Und machen den mal da rein. Wäre zwar nur ein Slot, aber naja, was soll's. Den Alteisenhelm schmeißen wir auf jeden Fall nicht weg. So, Eisenhelm könnten wir dann aber auf jeden Fall verkaufen. So, Schutzanzugshandschuhe schmeißen wir natürlich auch nicht weg. Aha, genau. Diese Stiefel müssen wir uns noch angucken. Wir haben Cowboy-Stiefel. Die Cowboy-Stiefel haben keine richtigen Eigenschaften. Sie haben nur Kälte- und Hitzewiderstand. Das Ding macht uns noch langsamer. Nee. Ja, auch nicht deutlich mehr Rüstung, aber auf noch langsamer habe ich jetzt erstmal keinen Bock. Ich finde, wir sind schon langsam genug. Stopp, die verkaufen wir auch erstmal nicht. Die bunkern wir. Medizin. Da rein. Immer noch Bier. Kohle. Ey, auch schon wieder 673. Ja, ich weiß mal nicht, ob es eine gute Idee ist, aber ich packe jetzt die AK wieder aus. Es kann natürlich jetzt schlecht sein. So, nächste Clownhammer. Zum Werkzeug. Warte mal, wie ist das Messer hier reingelegt? Ne, da bin ich doof. Da muss das rein. Noch ist Platz in der Kiste, können wir uns ruhig aufsparen. So. Ja. Geschmiedetes Eisen. 1500 ist ein bisschen übertrieben, aber komm, 600 kannst du mal machen. So, was können wir denn einschmelzen? Eisen besorgen wir eh neues. Zack, Eisen rein. Sonst gibt's nichts. Ja, wir haben auch nicht mehr viele. Wo sind jetzt die Piken hin? Ich hab doch eben die Piken hier rausgeholt. Ne, da sind sie. Ne, die brauche ich dann erstmal nicht. Bis die anderen fertig sind, das wird mega lange dauern. Dann gucken wir lieber mal nach dem Drahtwerkzeug. Obwohl, der Trader hat gesagt, er hat heute neue Teile. Was ich ihm nicht glaube, aber... So, das ist alles zum Bauen.
werden wir wahrscheinlich auch wieder jede Menge Lehm brauchen. Sübeln? Wir holen erstmal. Nein, da wäre ich bald abgeschmiert. Wir holen erstmal das restliche Loot. Weil das war jetzt ja eben nur eine einzige Seite, da wird ja wohl noch mehr Loot liegen. Dann bringen wir das Loot weg. Ne, warte mal, so weit weg brauchst du nicht. Hier haben sie nur relativ kurz angegriffen. Aber da liegt Loot. Hier liegt kein Loot. Oh, da liegt auch noch Loot in der Ecke. Ja, sehr schön. Jede Menge Muni. Wieder neue Muni. Da ist nichts. Mir ist leider auch nichts. Nö. So, hier haben sie angegriffen, wie die Hölle. Ist aber nichts. Ja, ist alles weg, was es an Peak gab. Da haben wir noch ein bisschen Loot. Aha, Bauplan-Jagdmesser. Sehr schön. Da durften wir nämlich auch noch nicht bauen. Da ist noch was und da ist auch noch was. Wieder Muni. Jo, 300 ist der Stack. Aber wir haben ihn voll. Was sind das für Stiefel? Oh, Militärstiefel. Hier noch was? Nö. In den inneren Kern sind sie dann doch nicht reingekommen. Aber es ist auch, glaube ich, nicht ein Bulle explodiert. Ich habe die alle erwischt. Das war's. Wir sind einmal rum. Ey, und sind genau voll. Tja, jetzt habe ich diese ganze Elektroscheiße auch schon mitgenommen. Ich habe ja das Werkzeug noch gar nicht. Das hätte ich mir auch alles sparen können. So, dann erstmal wieder zurück. Ablegen. Eins steht schon mal definitiv fest, der Swordhelm ist deutlich schöner. Immerhin 12. Militärstiefel. Leichte Rüstung. Also, ne, nicht so viel Rüstungswert. Erhöht aber den kritischen Rüstungswiderstand. Senkt auch die Ausdauer und Beweglichkeit. Nee.
Nee, erstmal nicht. Kein Bock drauf. Sonst noch was für die Kiste? Geld oder sowas? Nö. Es geht am schnellsten. Einmal. Erbsen. So, damit wir immer ein bisschen Munition auch aufsammeln können, die irgendwo rumliegt, nehmen wir nicht ganz so viel mit. Es muss hier irgendwie mal besser. So, IAK nach da oben. Und dann machen wir hier für 9 mm. Schrot, Armbrustpfeile. Ich sortiere das hier mal ein bisschen. Alles, was so verfallen ist, kommt hier oben. So. Wasser ablegen. Da müssen doch schon einige fertig sein, ne? Können wir schon wieder ein paar Piken auf den Weg bringen. Die dauern ja nun mal ewig. So, ein Eisen noch. Jetzt nehmen wir mal kurz zum Trader. Sollten wir die Kohle mitnehmen. Und hier ist ein ganzer Schrott hier. 21. Komm, reparieren wir auch mal. Geben sie immerhin 40. Der Helm müsste doch ganz gut geben, ne? Boah, fast 500. Schien, schien. Und das gibt ja bestimmt fast 1000, ne? Ja, wie geil. Uah, Kaufrausch. Ab zum Trader. Hoffentlich hat er diesmal das Werkzeug. Ich habe keinen Bock, meinen mickrigen Stahl, den ich habe, dafür zu nehmen. Weil ne, 9 gehen drauf, 10 habe ich nur. Und das hat nur 300 Kröten gekostet, glaube ich. Hätte ich es mal gleich gekauft. Hinterher ist man immer schlauer. Na, es ist sogar noch ein bisschen Zeit. Das hier mit dem Trader kriegen wir auf jeden Fall in der Folge noch geregelt. So, da sind wir schon. Was geht? Erstmal verkaufen. Boah, 942 nochmal. Aber schon wieder 8400. So, immer noch den Generator. So, auf den ersten Blick, Trader. Sieht das so aus, als wenn du schon wieder nichts Neues hast. Wo du gestern erwähnt hast, du hättest heute neue Sachen. Das gibt's doch nicht. Lügst du mich etwa an? Tja, das sieht genauso aus, als wenn er mich einfach kackfrech angelogen hat. Ich muss mir dieses Ding leider selber bauen. Naja, schade. Come again. Ja, und hol dir mal neue Sachen, Mann. Ich bin jetzt schon tierisch angenervt. So, und hier beim Trader machen wir jetzt Folgenende. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn und ciao.